Interessant an der Play ist auf jeden Fall der Mix aus Games, Kunst und Kultur. Und ich denke, dass so Veranstaltungen gerade wichtig sind, damit auch die Videospiele immer mehr in der Kultur ankommen als Medium. Die Play 14 ist wirklich eine sehr große Veranstaltung geworden. Ich habe die Play ja nun auch über die Jahre begleitet mit einem sehr, sehr vielfältigen Programm. Und was mir tatsächlich dieses Jahr aufgefallen ist, ist, dass also sagen wir, der Kernbereich Kreativität, Pädagogik nach wie vor da ist und auch den Kernbereich ausmacht, aber dass doch vieles auch in kulturelle Bereiche hineingeht. Kunst zum Beispiel Thema ist und auch gesellschaftliche Fragen thematisiert werden, und insofern ist einfach auch die Breite des Themenspektrums eine, die mir aufgefallen ist dieses Jahr. I think what is interesting is the mix in between doing things, looking at things and learning things. I think that this mix between conferences, workshop and exhibition is really, really good, because like that it really gives a wide perspective on what it is and what it could become. Ich finde es unheimlich spannend, dass die ganze Stadt involviert ist. Also dass Künstler, Pädagogen, Spielemacher natürlich, Kritiker, Theoretiker, Lehrer, Schüler und natürlich ja in erster Linie auch die jungen Leute einfach zusammen irgendwie die Stadt in so einen riesigen spielbaren Ort verwandeln, wo komische blinkende Orte entstehen mit merkwürdiger 8-Bit-Musik. Und das ist viel spannender als ja eigentlich jede andere, ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Normalerweise kenne ich Konferenzen oder Messen, aber das hier ist fast so ein Multipurpose-Event. Ja, und das finde ich ziemlich spektakulär. Besonders gefallen haben mir die Elemente hier von Schülern, die angefertigt waren, die zeigen, dass es wirklich jetzt auch wichtig ist, nachdem jetzt der Film es endlich geschafft hat, an die Schule zu kommen und dort ernst genommen zu werden, in Kerncurricula auch verankert ist, dass man mit Film als Medium umgehen sollte, ist es jetzt allerhöchste Zeit, dass Computerspiele eigentlich dasselbe machen, weil Computerspiele jetzt auf dem Weg sind, das neue Leitmedium dieses Jahrhunderts zu werden. Und daher ist wichtig, dass Schüler auch mit dem, was sie eh wahrscheinlich auch zum größten Teil im Privaten tun, sich kritisch auseinandersetzen können, verstehen, was dahinter steckt und eben auch kreativ ausdrücken können. Also ich muss sagen, ich bin selber überrascht, wie viel hier im Rahmen der Play 14 passiert. Also das komplette Programm über die Tage, das würde ich im Leben nicht zusammenkriegen. Also wenn ich gleich noch ein bisschen Zeit habe, weiß ich, werde ich mir vielleicht mal Machinimas angucken. Hier wird zu GTAs werden Machinimas gemacht, zu Halo. Ich bin ein großer Halo-Fan. Das muss ich mir eigentlich schon anschauen. Wenn ich sehe, dass es Talkrunden gibt über das Potenzial von Spielen, über Spielejournalismus. Ich mache heute Abend noch so ein Live-Let's Play. Also ganz viele verschiedene Dinge passieren da. Mal ein bisschen theoretisch, mal ein bisschen handfester. Deswegen kann ich Leuten nur sagen, also kommt vorbei, guckt euch das an, bringt auch ein bisschen Zeit mit ruhig und ja, lasst euch einfach mal so inspirieren. Also ich glaube, hier ist echt für jeden was dabei. So.